Das ist die Welt vor 200 Millionen Jahren. Keine Handys, Elektrizität oder gar andere Menschen. Aber es gab Dinosaurier. Die Welt war während der späten Triassischen Zeit ziemlich anders. Einer der bemerkenswertesten Unterschiede ist diese Sache hier. Das ist Pangaea, ein Superkontinent, der verschiedene Teile der heutigen Welt umfasst. Es gibt Australien im Süden, Nordamerika im Nordwesten und Eurasien im Osten, die alle miteinander verbunden sind. Es würde eine Weile dauern, aber theoretisch könnte man von Kalifornien nach Frankreich gehen. Aber Sie werden den Hollywood Walk of Fame oder den Eiffelturm nicht sehen, da sie noch nicht erbaut wurden. Was würdest du aber sehen? Das erste, was man auf der Reise durch Pangaea bemerken würde, sind all die Dinosaurier, die herumlaufen. Sie müssen sich keine Sorgen um Dinosaurier wie den Dilong machen, der nur 11 Kilogramm wiegt und keine große Bedrohung darstellt. Aber Vorsicht vor dem Melanosaurus, der eine Höhe von 12 Metern hat und dich als leckeren Snack empfinden könnte. Wissenschaftler sagen, dass die späte Triassische Periode der Beginn der ersten Dinosaurier war. Dinosaurier jeder Größe würden überall sein. Du würdest auch einige andere verrückte Kreaturen sehen, die du noch nie zuvor gesehen hast, und einige, die dich an Tiere erinnern könnten, die du heute siehst. Diese als Trepanosaurus bekannte Art mit ihrem reptilienartigen Haut und dem gewölbten Rücken könnte eine erste Version von Vögeln sein, die jemals existierte. Die Triassische Periode war eine unglaublich wichtige 50 Millionen Jahre Evolution. Eine Zeit mit wenig Konkurrenz zwischen den Arten, denn kurz zuvor wurden 70% der Erdgeschöpfe bei einem Massenaussterben ausgelöscht. Viele der Tiere zu dieser Zeit konnten gedeihen und wachsen, ohne ständig auf der Hut vor anderen Raubtieren zu sein. Je weiter sie ins Landesinnere nach Pangaea reisen, desto mehr werden sie die massiven Wetterwechsel bemerken. Die äußeren Ränder des Superkontinents mögen voller üppigen Wälder und grünem Gras sein, aber je weiter man hineingeht, desto mehr beginnt sich das zu ändern. Wissenschaftler vermuten, dass ein Großteil von Pangaea eine trockene, wüstenartige Ödnis war, denn die Landmasse war so groß, dass das Innere nicht die kühlende Wirkung des Ozeans erhalten hätte. Apropos, der Ozean, bekannt als Panthalassa, umgab ganz Pangaea und bedeckte 70% der Erdoberfläche. Dieser Ozean war extrem tödlich. Es würde leicht Superhurrikane und Monsune produzieren, und aufgrund seiner enormen Größe konnten sie genug Schwung gewinnen, um Pangaea mit potenziellen tödlichen Unwettern zu treffen. Vor 200 Millionen Jahren begann sich Pangaea gerade erst zu trennen. Wenn sie in der Lage wären, ein paar Millionen Jahre für die Jurazeit zu überstehen, dann würden sie wirklich sehen, wie die Dinosaurier gedeihen. Der T-Rex, Brachiosaurus und Stegosaurus. Was würdest du während der Triassischen Zeit tun? Schreibt eure Antworten unten in den Kommentaren. Liked, teilt und abonniert, falls das Video gefallen hat. Und schauen auf Wiedersehen, euer E-Forsten 2 Let's Play. Alles David von Bros TV. Haut rein.